Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Il Collezionista, der Sammler. Ich bin Andrea und heute gibt es wieder eine neue Review für euch. So, für heute habe ich den guten Samurai General für euch von der Firma Pangea oder Pangea, sagen die Amerikaner. Wir werden Pangea sagen. In Italien sagen wir Pangea. Ist ja egal. Sagen wir Pangea. Eine Figur, die erst vor kurzem released wurde, die eine übertriebene Verspätung hatte. Also ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr im Sommer hatte ich noch drüber geredet mit zwei Kumpels aus Italien, weil da frisch die von Kyle King rauskam, so eine limitierte Run. Und da dachten wir die ganze Zeit, wann kommt endlich eigentlich diese Version hier, weil den hätten wir auch gern. Und irgendwann dachten wir eigentlich, dass die Figur gar nicht mehr rauskam, weil die hatten auch keine Bilder mehr gepostet, man hatte schon mehrere Monate keine Infos mehr gekriegt. Man dachte wirklich, es kommt einfach nicht mehr raus. In der Zeit hatte sogar eine andere Firma schon Bilder gepostet, dass die wahrscheinlich auch ein Last Samurai rausbringen werden. Aber ja, dann im Dezember, glaube ich, war das, wurde die Figur doch noch released. Waren die meisten überrascht. Ich war, ehrlich gesagt, am Anfang ein bisschen skeptisch, ob ich mir das holen sollte oder nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, scheiß drauf und so, das gefällt dir, was du da siehst und so, holst du ja trotzdem. Und ich kann sagen, ich bin echt zufrieden, dass ich mir den geholt habe. Nachher habe ich sogar eine kleine Überraschung für euch, nämlich in diese deutsche Review werde ich etwas zeigen, was in die italienische Review noch nicht gezeigt hatte, weil den hatte ich noch nicht bekommen, nämlich einen anderen Headsculpt. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal die Verpackung an. Verpackung typisch von Pangea, so wie die anderen auch, was ich auch habe, so gesehen ein Achilles und Hector, ziemlich simpel. Wir haben direkt ein Bild von der Figur. Hier oben die Schrift Samurai General, die heißen irgendwie alle General. Also egal, ob jetzt Achilles war, das war Greek General, von Hector, glaube ich, stand Trojan General und so weiter und so fort. Hier unten haben wir das Logo von Pangea, 1/6-Scale Collectible Figure. Wie gesagt, hier können wir ja schon die Figur sehen von hinten. Alles sehr cool. Seitlich wieder nur die Schrift Samurai General, 1/6-Scale Collectible. Wir sehen hier schon ein Bild von die Katana jetzt von unserem guten Tom Cruise. Und hinten halt wieder Samurai General, bla bla bla. Der sich für die Figur so gesehen gekümmert haben, weil die haben ja so eine Kollaboration gehabt, auch mit anderen Firmen, nämlich der Body wurde von Archie Toys gemacht und er hat die ganze Schwerter und bla bla bla. Das Logo, die Warnungen und so weiter und so fort. Die Verpackung geht so auf, das ist auch immer so typisch von Pangea, finde ich auch sehr, sehr schön jedes Mal. Hier links haben wir so ein altes Bild, schätze ich mal, von damals noch mit verschiedenen Samurais, die damals waren, und hier in der Mitte sitzt noch ein anderer, da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ob das auch ein Samurai war oder vielleicht doch ein Amerikaner, der gerade dort war, keine Ahnung, aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und hier haben wir ja noch so ein Layer, wo wir wieder die Figur von hinten sehen mit so japanischen Schriften hier, und es wird hier so eine Zusammenfassung gemacht, was überhaupt Samurai damals bedeutet hat, und diesen Kodex, den Bushido, was die halt die Samurais hatten, was wie wichtig so gesehen für denen das war. Und hier stehen halt so gesehen, was das Ganze halt bedeutet hat und so, und ja, was ein Samurai alles machen musste, um auch sich als Samurai zu bezeichnen. Hinter diesem Layer haben wir dann direkt die Figur. So, das ist alles, was in die Verpackung angeht. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal die Figur an, ob die halt gut geworden ist oder nicht. Deswegen, bis gleich. So, gucken wir uns erstmal das ganze Zubehör an. Wir haben nicht viel, sage ich euch schon jetzt. Wir haben insgesamt 4 austauschbaren Händen. 2 davon seht ihr ja schon jetzt. Und die 2 anderen hat selbstverständlich die Figur. Dann haben wir ja so einen kleineren Schwert. So ein Wakizashi. So steht auch auf die Verpackung. Tut mir leid, mein Japanisch ist nicht so der Burner. Und ja, in dem Fall hier finde ich sehr schön gesculptet, auch gepainted. Aber komischerweise, das Schwert hier jetzt, diese kleinere, ist nicht aus Metall. Die große, also die Katana, ja, aber die hier nicht. Keine Ahnung warum. Finde ich ein bisschen schade. Im Endeffekt, wir benutzen hauptsächlich, finde ich, eigentlich das große. Aber trotz allem hätten die eigentlich auch machen können. Hat mich hier ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil Pangea eigentlich, was an Zubehör angeht, sind die echt super. Die machen fast immer alles aus Metall. Und ich denke, meiner Achilles hat einen Speer, das ist komplett aus Metall. Da fand ich das wiederum komisch, dass der Griff nicht aus Holz war. Aber ja, so sind die halt. Und ja, Outfit. Die Sandalen sind komplett gesculptet, aber gut gepainted, leicht geweathert.
finde ich, wirkt das Ganze schon sehr cool. Dann haben wir hier jetzt langsam so ein bisschen diese Samurai-Rüstung. Erstmal hier so ein Schutz für den Schienbein, komplett gescalpt, das ist ein Blau-Gold, sehr schön gepainted. Ist nicht natürlich alles gescalpelt, zum Beispiel diese blauen Fäden hier sind natürlich echt aus Stoff. So, dann drunter hat er ja noch diesen Ding hier, das ist Schaumstoff. Also so war es tatsächlich auch in dem Film, ich habe es verglichen. Ich schätze, das war vielleicht, damit sich halt die komplette Rüstung nicht so eng oder vielleicht nicht so unangenehm sich angefühlt hat während dem Kampf, haben sie sich vielleicht drunter extra damit das hier reingemacht und so, damit sich halt diesen ganzen Outfit vielleicht während dem Kampf halt nicht gestört hat. Dann hat er halt drunter so ein Kimono halt in Braun gehalten, sehr, sehr schön. Kommen wir ja langsam schon zu den anderen Teil. Das ist ja natürlich jetzt auch alles, diesen Samurai-Rüstung, das ist ja auch alles aus Plastik, aber finde ich auch einen schönen Paint. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch hier unten kann man ja sehen, ist schon verbraucht das Ganze. Also auch hier leicht geweathert. Und die ganze verschiedenen Farben. Also hier zusätzlich an den Oberschenkel hat er auch so einen zusätzlichen Stoff. Auch mit diesen Mustern hier. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Und das Ganze, also diese ganze Rüstung, was der anhat, das ist alles ein kompletten Piece. Aber das könnt ihr jetzt natürlich nicht so gut sehen, weil das ist verdeckt. Vielleicht hier ein bisschen besser. Wenn ihr das hier auspackt, diesen Gürtel ist ja schon angezogen. Aber das ist einfach nur drumherum gemacht. Also ihr könnt auch die beiden Schwertscheiden so gesehen nicht reintun. Das müsst ihr dann machen. Da hatte Pangea auch kurz danach so ein Tutorial auf den ihr Seiten hochgeladen und zu zeigen, wie das funktioniert. Aber das war echt sehr, sehr kompliziert. Ich habe sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um das so einigermaßen zu verstehen, damit es halt besser positionieren kann. Und damit könnt ihr auch die Rüstung so richtig fixieren, so gesehen an dem Body. Zum Beispiel bei mir sieht man noch leicht hier noch die Öffnung. Normalerweise müsste das halt nicht so sein. Aber ich kann euch garantieren, das war am Anfang nicht so, also wo ich das ausgepackt habe. Aber danach, wo ich dann versucht habe, genau das hier zu machen, damit halt so gesehen die beiden Schwertscheiden positioniert sind. Hier können wir nämlich auch schon mal einen anderen Schwert reintun, ohne was kaputt zu machen. So würde das dann aussehen. Ja, das war echt sehr kompliziert. Ich musste das sogar zusammen mit meiner Freundin machen, weil das ist echt mega blöd gemacht. Aber ja, das müsst ihr halt selber machen und so. Ich habe auch andere gesehen, die haben es viel besser hingekriegt als ich. Und dann sieht auch das Ganze wirklich Bombe aus. So sieht es auch hinten aus. Also ein Muster bleibt ja ungefähr ja fast identisch über die ganze Rüstung. Also oben und unten. Das sind separate Teile, also so einzeln. Ah genau, und was ich noch vergessen hatte, jetzt zu diesem Thema, dass ihr das nicht sehen könnt. Unter diesem Gürtel sind halt sehr viele kleine Seilen, so gesehen. Das schwarze hier, die da halt das obere Teil auch noch zusammenhält. Also wenn ihr diesen Gürtel wegmacht, das ist schon natürlich ein Teil, aber hier seht ihr ja so gesehen diesen Seilen, die normalerweise verdeckt werden sollen durch diesen Gürtel. Dann sieht man das halt nicht. Wie gesagt, in dem Fall, ich habe es halt nicht super hingekriegt. Das war auch ehrlich gesagt sehr, sehr schwer. Das muss ich dann irgendwie mit Ruhe, wenn ich sehr, sehr viel Zeit habe, halt besser fixieren. Hier haben wir noch die Armpanzerung, sieht auch alles sehr, sehr schön aus im Vergleich jetzt zu den Schienbeinen. Das ist halt hier so rot und gold. Da war es ja so blau, wie man sehen kann. Sehr, sehr schön. Und auch jetzt hier die Panzerung für den Schultern sieht auch sehr, sehr schön aus. Auch hier sehr schöne Farben und detailliert und wirklich sehr, sehr geil gemacht, wie man sehen kann. Das ist wirklich sehr, hier steckt sehr, sehr viel Arbeit. Auch hier oben, wie man sehen kann, haben wir auch, wie das Ganze zusammengehalten, wie das Ganze halt zusammengehalten wird von diesen Seilen hier, die blauen. Wirklich sehr, sehr gut. So, das ist jetzt natürlich ein anderes Schwert. Ich habe den jetzt, nachher zeige ich aber vielleicht ein bisschen besser. So, das ist wie gesagt aus Metall. Die große Katana ist ganz schön groß. Aber jetzt sieht man halt ein bisschen weniger, weil ich so nah bin. Nachher gehe ich ein bisschen weiter weg, dann wird ihr das Ganze sehen. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal den Headscalp an. Ich glaube, das ist auch eigentlich so das Wichtigste, was die meisten sehen wollten. Das ist halt so, Headscalp ist an sich eigentlich ganz gut. Kommt drauf an, wie man den halt, aus welcher Perspektive man ihn sieht. Man sieht halt mehr Tom Cruise oder weniger. Ich finde, die haben halt ein bisschen
mit der Nase halt, ist halt ein bisschen groß geworden. Und die Haare, in dem Fall, wie ihr sehen könnt, das sind halt keine gescalpte, das sind halt so synthetische Haare, die waren am Anfang übertrieben gegelt, keine Ahnung, ob das Haarlack war oder gel, das war wirklich bombenfest. Ich habe es erst vor kurzem versucht, wieder das neu ein bisschen zu stylen, aber ich habe es auch nicht so ganz hingekriegt. Aber das ist egal, weil ich werde eh einen anderen Scalp benutzen. Wie gesagt, das ist halt die kleine Überraschung. Das wäre nämlich diesen Head Scalp hier. Der sieht jetzt auch natürlich anders aus. Das ist auch noch nicht fertig gepainted, also so wie der dann am Ende sehen wird. Das habe ich erst vor kurzem gekriegt. Das ist ein Recast. Sehr, sehr schön. Von der Figur jetzt aus einer Cult King Figur, die letztes Jahr rauskam. Wirklich Bombe. Hier mit einem richtigen Paintjob wird die Figur dann wirklich mega aussehen. Aber auch die Figur hier, diesen Head Sculpt hier, sieht wirklich gut aus. Man musste halt den theoretisch auch neu repainten und die Haare auf jeden Fall besser stylen im Vergleich, wie das jetzt aussieht, weil das ist schon ein bisschen komisch. Die Idee an sich ist ganz nett gewesen und so, dass halt synthetische Haare zu verpassen, anstatt jetzt gesculptete. Aber ja, wie gesagt, das ist halt das, da müsst ihr halt ehrlich gesagt ein bisschen damit rumspielen, damit das Ganze wirklich dann auch gut passt. Aber im Großen und Ganzen, was an die Likeness angeht, hier ist auf jeden Fall Tom Cruise. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, um Gottes Wille, wer ist das denn? Man erkennt überhaupt nicht den Schauspieler. So ist das nicht. Das ist trotzdem ein guter Headscarf. Das muss man halt nur richten und gescheit halt die Haare stylen und so. Und dann sieht er auch wirklich gut aus. Und jetzt, wie gesagt, ich bin auch ganz nah. Deswegen, ich gehe jetzt ein bisschen weiter weg. Dann könnt ihr auch sehen, wie das Ganze aussieht. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen weiter weg. Genau. So. Ich habe dann nämlich ein bisschen gepost, so leicht dynamisch, wie er gerade kämpfen tut. Und das Ganze wirkt schon sehr, sehr stark. Also ich kann es euch garantieren, wie gesagt, obwohl ich halt mich damit noch nicht so viel beschäftigt habe, weil genau wegen die Reviews, ich musste das halt erst auf Italienisch machen, jetzt auf Deutsch. Und nach dieser Review werde ich den auch richtig, richtig positionieren und stylen und alles drum und dran. Wie gesagt, den Headscalp werde ich eh tauschen. Das werdet ihr nachher eh sehen. Also den anderen Headscalp werde ich dann tauschen. Dann tue ich auch eine andere Pose. Wie ihr sehen könnt, zum Beispiel diese Base, was ich hier habe und so, ist natürlich für solche dynamische Posen nicht gedacht, ne, weil das ist halt viel zu klein. Aber für die andere Pose, die ich nachher zeigen werde, das wird natürlich super aussehen. Ja, und das ist die Figur, wie ihr sehen könnt, man kann die Arme auch super anwinkeln und die Beine auch, also was an Beweglichkeit angeht, da braucht ihr echt keine Angst zu haben, das ist wirklich super gedacht. Also diesen Body war wirklich super ausgesucht für diese Figur, weil obwohl er die ganze Rüstung hat, klar, den Kimono, was er drunter hat, ist natürlich auch Stoff, das tut halt so gesehen die Beweglichkeit nicht behindern, aber trotz allem, ich dachte mir, da geht auf jeden Fall nicht so viel, was an Beweglichkeit angeht und dann am Ende habe ich dann gesehen, doch, da geht es doch sehr viel. Also ihr könnt wirklich sehr verrückte Posen damit machen. Sogar auf dem Pferd, wenn ihr ein Pferd in 1 zu 6 habt, drauf zu tun. Das geht alles ohne Probleme. Das, im Großen und Ganzen ist die Figur meiner Meinung nach echt super geworden. Nur, wie gesagt, diese Geschichte mit dem Gürtel und alles und so, dass ihr selber machen müsst, das ist halt schon ein bisschen blöd. Wenn man halt so ein Händchen dafür hat und so, man kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut hinkriegen. Aber sonst muss man halt gucken oder warten, bis irgendjemand halt irgendwelche Videos hochlädt, damit man das ganz genau sehen kann, Schritt für Schritt, wie das Ganze halt gemacht werden soll. Aber sonst, meiner Meinung nach, diese Figur ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Preis-Leistung kann man sich echt nicht beschweren, meiner Meinung nach. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Auch mit diesem Headscalp hier. Wie gesagt, nur die Haare sind halt so ein bisschen das Problem. Das müsst ihr halt gut stylen, weil sonst sieht halt echt ein bisschen blöd aus, wie jetzt bei mir. Wie gesagt, in meinem Fall ist halt mir noch egal, weil ich werde diesen Headscalp eh tauschen. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch hier mir richtige Haare erstmal implantieren lassen. Also nicht so synthetische und so, die sehr hart sind und sehr schwer zum Stylen sind, sondern genau wie auch in die anderen Figur, die ich mir vor kurzem machen lassen habe. Von daher, wie gesagt, im Groß und Ganzen ist die Figur echt super. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir machen halt einen Schnitt. Gucken wir uns, kommen wir langsam in den Endpart. Sehen wir uns auch die Figur an mit den anderen Headscalp dann. Und ja, deswegen bis gleich. So Leute, kommen wir langsam zum Schluss. Ich habe jetzt einen anderen Headscalp verpasst. Ich habe die Figur auch ein bisschen anders gepostet. Wollte ich euch erstmal so ein bisschen zeigen, wie das Ganze aussieht. Und ich finde, das ist echt super, also auch mit diesem Headsculpt hier wirkt die Figur sehr, sehr stark, auch den anderen Headsculpt, den originalen Headsculpt von Pangea, sieht auch, finde ich, gar nicht so schlecht aus.
Im Großen und Ganzen, das ist echt eine sehr gelungene Figur geworden. Es hatte eine mega Verspätung, ja, aber ich bin trotzdem froh, dass ich mir den geholt habe, um nicht zu riskieren, dass vielleicht jemand anderer den doch nicht rausbringt, weil vielleicht haben welche von euch das auch mitbekommen und so. Big Shift zum Beispiel hat gecancelt die Figur von Gladiator. Und das hat mich übertrieben angekotzt, weil ich wollte mir den auf jeden Fall eigentlich holen. Das wäre auch die erste Figur auf Lizenz und ja, wird nie rauskommen. Und die Version von Pop Toys ist bis jetzt auch noch nicht im Pre-Order. Deswegen kann sein, der kommt raus, kann sein, der kommt nicht raus und so. Ich habe mich erstmal entschieden dafür. Bin auch mega zufrieden. Sollte die andere rauskommen, werde ich mir das trotzdem anschauen. Vielleicht ein Doppeldisplay. Mal gucken, wenn das wirklich ja so gut aussieht und so, wird auch nicht die Welt kosten, weil man muss auch denken, die Version von Pop Toys, so wie die gezeigt haben, wird halt die komplette Rüstung aus Diecast sein, also dann wird auch ein Preis nicht wie in dem Fall jetzt hier sein, ne? Also unter 200 Euro glaube ich überhaupt nicht, dass es die Figur kosten wird, weil wenn das so viel aus Diecast ist, ist halt der Aufwand auch viel höher. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. So, Pro und Contra. Also Contra, die Figur hat leider kein Stand, das ist halt typisch von Pangea. Aber man kann halt diesen kleinen Problem lösen, wenn man sich halt einen Custom Stand kauft. Ist ja auch eine Möglichkeit. Einen kleinen Schwert, leider nicht aus Diecast, verstehe ich ehrlich gesagt nicht warum. Weil entweder machst du beide aus Metall oder nur oder beide aus Plastik. Komischerweise haben sie sich so entschieden. Ich habe mir ehrlich gesagt da auch vor kurzem was bestellt. Beide Schwerter auch aus Diecast. Das war ein Set, was vor kurzem auf Kitchen rausgekommen ist. Die sind auch sehr, sehr ähnlich. Wie jetzt die zwei Schwerter, was er hat. Von daher werde ich dann halt beide dann aus Metall haben und es waren auch echt günstig. Also ein Set für 30 Euro, beide Schwerter plus noch so eine Halterung. Also da habe ich echt nicht lange drum rumgemacht. Kann ich euch auch empfehlen. Sehr, sehr cool. Ja, und den Headscale von Pangea finde ich im Großen und Ganzen eigentlich auch ganz okay. Ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber man sieht trotzdem die Likeness zu Tom Cruise. Ich finde, man kann auch den anderen Headscale behalten. Also man muss jetzt nicht unbedingt tauschen, so wie ich jetzt gemacht habe. Ich werde sowieso das noch ein bisschen bearbeiten lassen. Es wird ein Repaint gemacht. Von daher, das ist aber natürlich meine Entscheidung. Ne? Wie gesagt, auch den anderen Headscale finde ich, man kann den absolut behalten und sieht auch ganz, ganz gut aus. Man muss immer denken, man guckt die Figur nie von 5 cm an. Also bei so einem Abstand jetzt von mindestens einen halben Meter wirkt auch den anderen Headscribe super. Also der sieht schon natürlich nach Tom Cruise aus. Also man kann sich, wie gesagt, im Großen und Ganzen nicht beschweren. Positiv, super Beweglichkeit. Das hat mich echt sehr gewundert. Hätte ich nicht gedacht. Man kann die Figur echt sehr gut posen. Die Rüstung, auch wenn die nicht aus Metall ist, wirkt trotzdem sehr, sehr gut. Wir haben auch einen sehr guten Paint-Job, finde ich. Die Figur ist schon sehr gut detailliert, mit mehreren Schichten. Aus Stoff natürlich, also nicht gescalptet. Auch ein Kimono sieht auch sehr, sehr gut aus. Deswegen meiner Meinung nach echt eine sehr gelungene Figur. Von mir bekommt den guten Tom Cruise aus dem Film The Last Samurai eine gute 8 von 10 Punkten. Ich finde, es ist auf jeden Fall verdient. Preis-Leistung stimmt. Das Einzige, genau, was mich vielleicht noch ein bisschen gestört hat, war das mit dem Gürtel, aber das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Ja, aber sonst im Großen und Ganzen bin ich mehr als zufrieden, diese Figur zu haben. So, eine 8. Ich bedanke mich. Ich hoffe, dass die Review nicht zu lange war. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Gebt gerne immer ein Like, abonniert euch, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Schaut immer in der Beschreibung, gibt es auch immer einen Link zu meiner Instagram-Seite, Il Collezionista 1988. Das ist alles. Ich bedanke mich nochmal und ich sage euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.